Nummer 1. Die 24 Alumni. Die Bibel beschreibt eine Vielzahl von Wesen, die viele Menschen seit Jahren faszinieren. Wer sind die 24 Alumni? Jenseits unseres Verständnisses und unserer Wahrnehmung gibt es einen prächtigen Thronsaal im Himmel, der von göttlichem Licht und göttlicher Kraft erstrahlt. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Hier lebt das mächtigste Wesen des Universums. Johannes' Reise zur Insel Patmos und seine nachfolgenden Visionen, einschließlich der der 24 Ältesten, sind eine der faszinierendsten Episoden in der Bibel. Inmitten der Wunder des übernatürlichen Reiches sticht eine besondere Präsenz hervor. Ein Kreis von 24 weiß gekleideten, mit Gold gekrönten Ältesten, die auf Thronen rund um den Hauptthron sitzen. Wer sind diese Charaktere? Warum sind sie hier? Nachdem er sich den sieben Kirchen genähert hatte, befand sich Johannes plötzlich im Thronsaal Gottes. Er sah Gott auf einem Thron sitzen, der Edelsteinen ähnelte. Um diesen Thron herum befanden sich 24 weitere Throne, auf denen die 24 Ältesten saßen. Diese Ältesten trugen weiße Gewänder mit goldenen Kronen auf dem Kopf. Die Ältesten sowie die vier Lebewesen um den Thron verneigten sich vor Gott, warfen ihre Kronen vor ihn und verkündeten: Du bist würdig, o Herr, Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und durch deinen Willen existieren sie und sind erschaffen worden. Offenbarung 4.1. Es gibt keine Stelle im Buch der Offenbarung, an der die Identität der 24 Ältesten detailliert beschrieben wird. Andererseits ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um Vertreter der Kirche handelt. Einige glauben, dass sie Engelwesen sind, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist klar, dass sie an der Seite Christi regieren. Durch die Tatsache, dass sie auf Thronen sitzen, wird immer wieder verkündet, dass die Kirche regiert und mit Christus regiert. Das griechische Wort, das in diesem Zusammenhang mit Alte übersetzt wird, wird nie verwendet, um sich auf Engel zu beziehen. Es wird ausschließlich verwendet, um sich auf Männer zu beziehen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben und in der Lage sind, die Kirche zu leiten. Da Engel nicht altern, kann ihnen der Begriff alt nicht zugeschrieben werden. Obwohl Engel in Weiß gekleidet zu sehen sind, die Farbe Weiß wird am häufigsten mit Gläubigen in Verbindung gebracht, weil sie die Gerechtigkeit Christi darstellt, die uns in der Erlösung zugeschrieben wird. Die Alten tragen goldene Kronen, was darauf hinweist, dass sie keine Engel sind. Engel erhalten niemals Kronen und es gibt keine Beweise dafür, dass sie sie tragen. Die Cherubim, Lebewesen, dienen den 24 Ältesten als Motivation, sich an der Anbetung zu beteiligen, da Cherubim Gott zu jeder Tages- und Nachtzeit anbeten. Älteste werden als Repräsentanten des Volkes Gottes angesehen, besonders im Alten Testament. Sie sind mit den Kronen des Sieges geschmückt und haben sich an den Ort begeben, den ihr Erlöser für sie bereitet hat. Nummer 2. Die Ophanins. Im Alten Testament werden Engel im Buch Exodus 108 Mal erwähnt. Mose begegnete auch Engeln während der Zeit der Wanderung in der Wüste. Was sind Ophananine? Der Begriff Ophan bezieht sich im alten Hebräisch auf Räder, aber die Räder des Throns Gottes, die in Hesekiels Vision erwähnt werden, sind besonders interessant. Gott entschied sich, den Himmel vor Hesekiel zu öffnen und die Beschreibung von Hesekiels erster Vision zu verzeitlichen, die eine der am schwierigsten zu übersetzenden Passagen im gesamten Alten Testament ist. Hesekiel erzählt zuerst, wo er war, als er die Vision sah. Er versucht, etwas in Worte zu fassen, das nicht klar erklärt werden konnte, indem er Gleichnisse verwendet, um es zu beschreiben, es mit anderen Dingen vergleicht, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es war. Als Hesekiel eine dunkle, bedrohliche Wolke aus Blitzen und Feuer von Norden her herankommen sieht, leuchten innerhalb der Wolke vier leuchtende Wesen. Bevor er Zeuge der Ophanim wurde, sah Hesekiel Kreaturen, die später als Cherubim identifiziert wurden. Nachdem Hesekiel die Cherubim gesehen hatte, sah er die Räder, die wie die Räder eines Wagens aussahen. Das beste Objekt, um sich vorzustellen, was Hesekiel sah, ist ein Gyroskop. Hesekiel beschrieb etwas, das sich in jede Richtung bewegen konnte, ohne sich umdrehen zu müssen. Denken Sie daran, dass Hesekiel das Unbeschreibliche beschrieb. Als er nun die Lebewesen betrachtete, siehe, stand ein Rad neben den Lebewesen auf dem Boden. Für jeden von ihnen ähnelte das Aussehen des Rades und seiner Herstellung einem schimmernden Topas, und alle vier hatten die gleiche Form. Sein Aussehen und seine Verarbeitung waren so,
als ob ein Rad in einem anderen steckte. Wenn sie sich bewegten, bewegten sie sich in eine von vier Richtungen, ohne sich dabei zu drehen. Was ihre Reifen anbelangt, so waren sie groß und beeindruckend, und die Reifen der vier waren rundum voller Augen. Wann immer sich Lebewesen bewegten, bewegten sich die Räder mit ihnen. Und als die Lebewesen vom Boden aufstiegen, hoben sich auch die Räder. Wo der Geist hingehen wollte, gingen sie in diese Richtung und die Räder hoben sich neben ihnen. Denn die Geister der Lebewesen waren auf den Rädern. Wann immer diese gingen, gingen sie. Und wann immer diese anhielten, blieben sie stehen. Und wann immer diese sich vom Boden erhoben, hoben sich die Räder neben ihnen. Denn die Geister der Lebewesen waren auf den Rädern. Hesekiel fuhr fort, fest zwischen den Rädern und den Cherubim. Wo die Cherubim hingingen, gingen auch die Räder. Er berichtete, dass sich der Geist Gottes in allem, was geschah, manifestierte. Hesekiel sah auch die Allwissenheit Gottes. Die vielen Augen, die er sah, repräsentierten das vollständige Bewusstsein Gottes. Er sieht und weiß alles. Dieses große Buch beginnt mit einer Vision, in der Hesekiel eine Offenbarung von Gott erhält, von vier Engelsgestalten. In dieser Vision beruft Gott den Propheten als seinen Sprecher und Wächter für die hebräischen Exilanten. Diese Vision ist die erste der vier im Buch. Es kann schwierig sein, sich vorzustellen, was Hesekiel in dieser Passage gesehen oder ausgedrückt hat. Die Bedeutung ist die von ausgezeichnetem Wissen und Intelligenz. Die Ophanim werden auch in Hesekiel 10 auf die gleiche Weise erwähnt. Hesekiel sollte verstehen, dass der Wagen oder Thron Gottes in Bewegung war. Das Bild mag dem modernen Leser bizarr erscheinen, aber es muss daran erinnert werden, dass dies eine visionäre Erfahrung ist und surreale Züge den Realismus überwältigen können. Nummer 3. Der Behemoth. Stellen Sie sich einen furchterregenden 5 Tonnen schweren afrikanischen Elefanten vor, der mit ausgestrecktem Rüssel, geweiteten Augen und massiven Beinen, die auf die Erde krachen, auf Sie zustürmt. Es gibt nichts zwischen dir und ihm außer flachem Gras und dein Herz klopft. Wie kann man entkommen? Was machst du? Wussten Sie, dass einst Tiere, die weitaus furchterregender und mächtiger waren als afrikanische Elefanten, die Erde durchstreiften? Der Behemoth ist auf diesem großen Tier im Buch Hiob zu sehen. Alles begann mit einem wohlhabenden Mann namens Hiob, der mit seiner Großfamilie und riesigen Herden in Uz lebte. Er ist aufrecht und aufrecht und strebt immer danach, ein moralisches Leben zu führen. Er hatte eine sehr disziplinierte Beziehung zu Gott. Gott erhebt Hiobs Tugenden zu Satan, aber Satan behauptet, dass Hiob nur deshalb recht hat, weil Gott ihn gesegnet hat. Satan trotzt Gott und sagt, dass Hiob sich ändern und Gott verfluchen wird, wenn er grünes Licht erhält, Leid zuzufügen. Gott erlaubt Satan, Hiob zu quälen, um diese kühne Behauptung zu überprüfen, aber er hindert Satan daran, Hiob das Leben zu nehmen. Hiob erhält an einem Tag 4 Berichte, in denen es heißt, dass seine Schafe, Diener und 10 Kinder durch Hausbesetzer, Diebe oder Naturkatastrophen gestorben sind. Inmitten seines Leidens zerriss Hiob seine Kleider und rasierte sich den Kopf, aber in seinen Gebeten fuhr er fort, Gott zu loben. Satan erscheint wieder im Himmel, und Gott gibt ihm eine weitere Chance, Hiobs Wert zu beweisen, indem er ihn prüft. Hiob verflucht seinen Geburtstag und vergleicht Leben und Tod, Licht und Finsternis. Er wünscht sich, dass er nie geboren worden wäre und dass seine Geburt von der Dunkelheit verschleiert worden wäre, weil er das Gefühl hat, dass das Leben seine Qualen nur noch vergrößert hat. Er fragt sich, warum Gott Menschen nach ihren Taten bewertet, wenn Gott ihre Taten schnell korrigieren oder vergeben kann. Hiob ist ratlos, wie ein Mensch Gottes Gerechtigkeit vollständig erfüllen kann, da Gottes Wege geheimnisvoll sind und jenseits des menschlichen Verständnisses liegen. Hiob wird durch den Prozess an seine Belastungsgrenze gebracht und als Folge davon wird er nachtragend ängstlich und verängstigt. Er beklagt Gottes Ungerechtigkeit, die es den Bösen ermöglicht zu gedeihen, während er und viele andere ehrliche Männer leiden. Hiob will sich Gott stellen und protestieren, aber er kann Gott nicht physisch finden. Er glaubt, dass die Weisheit vor der Menschheit verborgen ist, aber er beschließt, ihr nachzujagen, Gott zu fürchten und das Böse zu meiden. Am Ende beschließt Gott einzugreifen. In 36 Fällen betete Hiob zu Gott, um ein Gespräch mit ihm zu führen. Sein Wunsch wurde erfüllt. Die beiden Gelegenheiten, bei denen Gott mit Hiob kommuniziert, ereignen sich inmitten eines Sturms. Es liegt viel Humor in der Art und Weise, wie Gott zu ihm spricht.
Gott erinnert Hiob daran, dass er der Schöpfer von allem ist. Er geht durch seine großartige Tätigkeit, die Welt zu erschaffen und zu erhalten, Hiob zu fragen, ob er mit dieser Arbeit mithalten kann. Er schließt mit der Frage, ob Hiob urteilsfähig sei und sagt ihm, dass es anmaßend von Hiob sei, zu glauben, dass Gott sich ihm erklären müsse. Job wird dazu gebracht, sich sehr klein zu fühlen. Schließlich antwortet Hiob, ich bin unwürdig, wie kann ich dir antworten? Ich hielt mir die Hand vor den Mund, ich sagte es einmal, aber ich habe keine Antwort, zweimal, aber ich werde nichts anderes sagen. In der zweiten Runde spricht Gott nicht von sich selbst als Schöpfer, sondern von seinen Geschöpfen. Die Rede ist wieder einmal voller Humor. Er fragt Hiob nach seiner Meinung über den Behemoth, als ob diese fantastischen Bestien die Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens hätten. Hiob 40, Verse 15-19. Sieh nun den Ungetüm, den ich für dich gemacht habe. Er frisst Gras wie ein Ochse. Siehe, seine Kraft liegt in seinen Lenden und seine Kraft in den Muskeln seines Bauches. Er wedelt mit dem Schwanz wie eine Zeder, die Nerven seiner Oberschenkel sind ineinander verschlungen, seine Knochen sind wie Messingrohre, seine Gliedmaßen wie Eisenstangen. Er ist der Erste von Gottes wegen, nur sein Schöpfer kann sein Schwert nahe an sich ziehen. Früher lag der Schwerpunkt mehr auf dem Geheimnis der tierischen Schöpfung, aber jetzt liegt die Betonung auf der Angst und doch auf der Großartigkeit von Gottes Schöpfungen. Die Identität des Behemoths. Der Behemoth ist eine der wenigen biblischen Kreaturen, über die Historiker seit einiger Zeit sprechen. Die akademische Gemeinschaft versucht immer noch, einen Konsens über viele Aspekte dieser Kreatur zu erzielen. Aber sie wissen zwei Dinge. Er war riesig und hatte einen Bauchnabel. Der Nachweis eines Bauchnabels zeigt, dass es sich nicht um ein Legehenntier handelt. Wir lesen, er frisst Gras wie ein Ochse, seine Kraft liegt in den Muskeln seines Magens. Gott scheint Freude daran zu haben, das Wunder dieses außergewöhnlichen Geschöpfes zu beschreiben und auf seine Größe, seinen Appetit und sein Verhalten hinzuweisen. Das Bild ist klar. Wenn Hiob nicht mit seinem Nächsten konkurrieren kann, wie könnte er dann mit dem Gott konkurrieren, der den Behemoth erschaffen hat? Das hebräische Wort Behemoth hat die gleiche Form wie der Plural des hebräischen Wortes Bima, was Tier bedeutet. Es ist möglich, dass ein solches Tier mit Menschen auf der Erde umherstreift. War der Behemoth ein Nilpferd? Viele Menschen glauben, dass Gott an das gedacht hat, was wir das Nilpferd nennen, eines der größten, mächtigsten und gefährlichsten Landtiere der Welt. Das Nilpferd war definitiv in biblischer Zeit bekannt, vor allem in Ägypten. Die Römer reduzierten ihre Bevölkerung aufgrund der Schäden, die sie an den Ernten verursachten. Obwohl es als Flusspferd bezeichnet wird, ist das Nilpferd enger mit Schweinen verwandt als mit Pferden. Der offene Kiefer des Nilpferds bietet ein überzeugendes Bild. Oder war es der Behemoth, ein Elefant? Nach Ansicht der meisten biblischen Apologeten bezieht sich Behemoth auf Hebräisch auf ein vierbeiniges Tier, das sie für einen Elefanten halten. Diejenigen, die Nilpferde bevorzugen, tun dies, weil es in Hiob 40, Vers 23 um die riesige Mündung des Bootes geht, das den sprudelnden Jordan trinkt. Aus Vers 19 geht hervor, dass die Kreatur, die in der Geschichte von Hiob beschrieben wird, zu groß war, als dass die Menschen der damaligen Zeit sie hätten besiegen können. Diese Beschreibungen können keinem lebenden Tier zugeordnet werden. Im Laufe der Geschichte haben Menschen Elefanten gejagt und getötet und sie für eine Vielzahl von Zwecken domestiziert, zum Beispiel für Arbeit und Krieg. Wenn das Buch Hiob Bim als den Führer der Wege Gottes beschreibt, der so mächtig ist, dass nur derjenige, der ihn geschaffen hat, sich ihm mit seinem Schwert nähern kann, war das keine Übertreibung. Nummer 4. Leviathan. Verglichen mit der furchterregenden und unkontrollierbaren Macht des Leviathan waren der Stolz und die Größe des Menschen nicht ruhmreich. Je demütiger der Mensch in Gottes Gegenwart ist, und das ist der Punkt, weder Hiob noch irgendjemand anderes hat das Recht, Gottes Werk zu kritisieren. Der Leviathan ist eine Art große Wasserkreatur. Die Bibel beschreibt ihn als furchterregendes Tier mit monströser Wildheit und großer Macht. Das hebräische Wort für Leviathan hat die Wurzelbedeutung von gewunden oder verdreht. Jesaja 27, Vers 1 spricht vom Leviathan. An jenem Tag wird der Herr mit seinem wilden, großen und mächtigen Schwert, den Leviathan, die schnelle Schlange, Leviathan,
die krumme Schlange strafen und den Drachen töten, der im Meer wohnt. Was auch immer die Stärke und Wildheit dieses Seeungeheuers war, es war bekannt, dass es die Macht war. Die Tiere des Meeres verherrlichen Gott. Das Alte Testament enthält mehrere Erwähnungen von Leviathan. Nach den meisten dieser Passagen ist der Leviathan ein tatsächliches Wesen, das die Menschen kannten, obwohl sie Abstand hielten und es nur durch ihren Ruf und nicht durch das Sehen kannten. In Psalm 104, Vers 25 und 26 wird Gott als derjenige gepriesen, der den Lebensraum des Leviathan geschaffen hat. Um Hiobs aufgeblasenes Selbstbild zu bekämpfen, wollte Gott diesem Mann zeigen, wie klein er im Großen und Ganzen war. Am Beispiel von Hiob gibt Hiob 41 die meisten Details über Leviathan als echtes Meerestier wieder. In diesem Kapitel beschreibt Gott den Leviathan und betont die Größe, Stärke und Wildheit des Tieres. Hiob 41, Verse 1 bis 5. Kannst du Leviathan mit einem Haken fangen oder seine Zunge mit einem Seil fesseln? Kann man ihm ein Seil in die Nase stecken oder seinen Kiefer mit einem Haken durchbohren? Er wird viele Bitten an euch richten, er wird gütige Worte zu euch sprechen. Wird er ein Bündnis mit ihnen eingehen? Willst du ihn für immer zu deinem Diener nehmen? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mägde binden? Dieses Geschöpf wurde zum ersten Mal in Hiob 3, Vers 8 erwähnt. Diejenigen, die den Tag verfluchen, sollen ihn verfluchen, diejenigen, die bereit sind, Leviathan zu erwecken. In diesem Zusammenhang bezieht sich Hiob darauf, wie Seeleute und Fischer die bedrohliche Kreatur namens Leviathan verfluchten. In ähnlicher Weise verfluchte Hiob mit heftiger Rührung den Tag seiner Geburt. Im Allgemeinen gilt der Leviathan als Seeungeheuer oder mythischer Drache, der Seeleute und Fischer terrorisiert. Im Zusammenhang mit Hiob 41 scheint Gott den Leviathan jedoch nicht als mythisch zu betrachten. Es gibt unterschiedliche Meinungen über die Beschreibung des Leviathan, wobei einige darauf hindeuten, dass es sich um einen uralten, drachenähnlichen Dinosaurier gehandelt haben könnte, der bis zur Zeit Hiobs überlebt hat oder im Gedächtnis der Menschheit geblieben ist und als Beispiel dient, auf das sich Gott beziehen kann. Auf der anderen Seite glauben einige, dass der Leviathan einfach ein mächtiges Krokodil ist. In diesem Zusammenhang ist es Gottes Absicht, Hiob mit diesem Bericht über den Leviathan zu demonstrieren, wie machtlos er gegenüber dieser Kreatur ist. Es gibt nichts, was Hiob tun kann, um diese mächtige Kreatur aufzuhalten. Hiob hat keine Chance. Nummer 5. Putten. Cherubim sind eine Gruppe von himmlischen Wesen, die von Gott geschaffen wurden. Sie sind die ersten der Engelshierarchie, die in der Bibel erscheinen, unmittelbar nach dem Fall von Adam und Eva. 1. Mose 3 berichtet über die Ereignisse im Garten Eden, nachdem sie Gottes Gebot verletzt hatten, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, war es wahrscheinlich, dass Adam und Eva ihre Hände ausstrecken und ebenfalls vom Baum des Lebens nehmen und ewig leben würden. Infolgedessen wurden sie aus ihrem irdischen Paradies vertrieben. Auf der anderen Seite glauben einige, dass der Leviathan einfach ein mächtiges Krokodil ist. In diesem Zusammenhang ist es Gottes Absicht, Hiob mit diesem Bericht über den Leviathan zu demonstrieren, wie machtlos er gegenüber dieser Kreatur ist. Es gibt nichts, was Hiob tun kann, um diese mächtige Kreatur aufzuhalten. Hiob hat keine Chance. Nummer 5. Putten. Cherubim sind eine Gruppe von himmlischen Wesen, die von Gott geschaffen wurden. Sie sind die ersten der Engelshierarchie, die in der Bibel erscheinen, unmittelbar nach dem Fall von Adam und Eva. 1. Mose 3 berichtet über die Ereignisse im Garten Eden, nachdem sie Gottes Gebot verletzt hatten, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, war es wahrscheinlich, dass Adam und Eva ihre Hände ausstrecken und ebenfalls vom Baum des Lebens nehmen und ewig leben würden. Infolgedessen wurden sie aus ihrem irdischen Paradies vertrieben. Aber was würde Adam davon abhalten, in den Garten zurückzukehren und Gott erneut ungehorsam zu sein? Die Antwort wird in diesem Vers gegeben, 1. Mose 3, Vers 24. Und er trieb den Mann hinaus und setzte im Osten des Gartens Eden die Cherubim und das flammende Schwert, das sich nach allen Seiten wandte, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Aus diesen beiden Quellen in der Bibel geht hervor, dass die Hauptaufgabe der Cherubim darin besteht, die Sünde des Menschen zu verkünden und Gottes Gegenwart vor sündigen Menschen zu schützen. Obwohl Adam sich danach sehnte, in den Garten Eden zurückzukehren, erinnerten ihn die Cherubim daran,
dass er Gottes Gesetz gebrochen hatte. Der Hohepriester Israels durfte einmal im Jahr das Allerheiligste betreten, um den Gnadenstuhl zu sehen. Ich bin sicher, dass er bei jeder Gelegenheit das Gefühl hatte, ich gehöre nicht hierher in Gottes heilige Gegenwart, weil ich ein Sünder bin. Cherubim sind reale und mächtige Wesen. In der Bibel repräsentierten Cherubim jedoch oft himmlische Dinge. Sie wurden auf Befehl Gottes in die Gestaltung der Bundeslade und des Tabernakels integriert. Die Cherubim, die in Hesekiel 10 gezeigt werden, haben nicht nur Flügel und Hände, sondern sind auch voller Augen, umgeben von Rädern in Rädern. Hesekiel malt jedoch auch in Kapitel 10 einen dunklen Ton und die Cherubim geben einen Hinweis. Die Cherubim taten mehr, als Gottes heiligste Stätte vor denen zu schützen, die kein Recht hatten, dort zu sein. Sie erhielten auch das Recht des Hohepriesters, die heilige Stätte mit Blut als Vermittler zu betreten. Von den Menschen mit Gott werden die Cherubim den Zugang zum Thron nicht verweigern. Für den demütigsten Christen versichern sie uns, dass wir dank des Werkes Christi am Kreuz mutig kommen können. Der Schleier des Tempels war zerrissen. Der Morgenstern, das Buch Jesaja 14, stellt uns ein Wesen vor, das als Luzifer bekannt ist. Luzifer bedeutet wörtlich derjenige, der Licht bringt, auf Lateinisch. Das Wort wird im Hebräischen mit Morgenstern übersetzt. Luzifer wurde in allen Sprachen als brillante, strahlende und wunderbare Gottheit dargestellt. Nummer 6. Melchisedek. Jetzt sprechen wir über den einzigen Menschen auf unserer Liste. Es gibt keine Figur in der Bibel, die mysteriöser ist als die Person Melchisedeks. Als wir ihn zum ersten Mal treffen, lebt er in der Zeit Abrahams. Sogar der Name Melchisedek hat einen Hauch von Mysterium. Er tritt stillschweigend in den Kanon der Heiligen Schrift ein. Wer ist da? Warum wird so viel darüber diskutiert? Es wird im Alten und Neuen Testament erwähnt. Wozu? Unsere epische Geschichte beginnt mit einem Mann namens Abraham, dem richtigen Namen seines Namens. Viele von uns sind nicht damit vertraut, wie Namen im Hebräischen und in der Bibel funktionieren. Die Namen in der Bibel sind nicht nur beschreibend, sie haben auch Autorität. Zum Beispiel bedeutete Gottes Name für Adam von der Erde und beschreibt, woraus Adam gemacht war. Ein Name kann manchmal mit der Rolle der genannten Person in der biblischen Erzählung in Verbindung gebracht werden, wie im Fall von Nabal, einem törichten Mann, dessen Name verrückt bedeutet. Namen in der Bibel können menschliche Hoffnungen und göttliche Offenbarungen darstellen oder sie werden verwendet, um Prophezeiungen zu illustrieren. Was bedeutet also der Name Melchisedek? Der Name Melchisedek hat in Hebräer 7,2 eine bedeutende Bedeutung. Es bedeutet König der Gerechtigkeit oder der König ist gerecht. Dieser Name impliziert, dass die Person mit diesem Namen gerecht und gerecht in ihren Handlungen ist. Es ist ein passender Name für einen Herrscher oder Herrscher, der für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in seinem Reich steht. Melchisedek wird verwendet, um die Geheimnisse Jesu zu erklären, so wie Melchisedek der König des Friedens ist, ist Jesus auch der König des Friedens. In Jesajas Prophezeiung des kommenden Messias sagt er, dass die zweite Information über Melchisedek, die in 1. Mose 14 zu finden ist, darin besteht, dass er Abraham, einem Priester des allerhöchsten Gottes, Brot und Wein darbrachte. 1. Mose 14, Vers 8 sagt uns, dass er ein Priester des allerhöchsten Gottes war. Nach der Heiligen Schrift gibt es nur einen Gott, der der Höchste ist. Dieser Titel gehört dem Gott, den Abraham anbetete. Er allein herrschte über alle Götter und war derjenige, vor dem alle Götter niederknien mussten. Das melchisedekische Priestertum kam vor dem aaronischen und Levitenpriestertum. Melchisedek segnete Abraham für den allerhöchsten Gott. Melchisedek erkannte in 1. Mose 14,20, dass der allerhöchste Gott Abraham die Fähigkeit gegeben hatte, Abrahams Feinde zu besiegen. Die Ordnung und das Geheimnis Melchisedeks werden verwendet, um Jesus zu erklären, den Mann, der keinen Anfang und kein Ende hatte. Das Interessante an Melchisedek ist, dass ihm nie ein Anfang oder ein Ende gegeben wird. Dieses melchisedekische Priestertum war ein Priestertum, das bis ans Ende der Zeiten andauern sollte. Melchisedek im Neuen Testament. Die Erwähnung Melchisedeks im Neuen Testament findet sich im Hebräerbrief. In diesem Kapitel werden Vergleiche zwischen dem Priestertum des Alten Testaments und dem Priestertum, das der Herr Jesus jetzt innehat, gezogen. Hebräer 6,20.
wo Jesus als Vorläufer zu uns eintrat, nachdem er für immer Hohepriester geworden war, gemäß der Ordnung Melchisedeks. Der Zehnte von Melchisedek, Hebräer 7, liefert uns mehr Informationen über Melchisedek als jede andere Passage in der Bibel. Der Autor konzentriert sich auf eine bestimmte Begebenheit, die sich während der Begegnung von Abraham und Melchisedek ereignete. Hebräer 7, Verse 1 zu 4. Für diesen Melchisedek, König von Salem, Priester des Allerhöchsten Gottes, der Abraham bei seiner Rückkehr von der Schlachtung der Könige begegnete und ihn segnete, dem Abraham den Zehnten von allem gab. Erstens ist er nach der Bedeutung seines Namens König der Gerechtigkeit und zweitens auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Genealogie, ohne Anfang der Tage, ohne Ende des Lebens, sondern als Sohn Gottes handelnd, bleibt er immerfort Priester. Nun haltet inne und bedenkt, wie groß dieser Mann war, dem der Patriarch Abraham den Zehnten der Beute gab. Abraham gilt als Vater der Israeliten und Gottes Volk schätzte ihn wegen seiner Rolle sehr. Trotzdem unterwarf sich Abraham Melchisedeks Autorität und gab ihm ein Zehntel der Beute der Schlacht. So groß Abraham auch war, er kniete vor Melchisedek. Seine Genealogie. In Vers 3 erfahren wir, dass Melchisedek ohne Vater, Mutter oder Genealogie war und weder den Anfang der Tage noch das Ende des Lebens hatte. Es sollte auch beachtet werden, dass Melchisedek dem Sohn Gottes ähnelte. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, den es zu betonen gilt, um zu zeigen, dass er ein Typus eines noch größeren Priesters ist, des Herrn Jesus. Seine Stadt, die Stadt des Friedens, prophetisch dargestellt im Werk des Herrn Jesus, der uns den Frieden gebracht hat. Abraham zeigte, dass er das melchisedekische Priestertum annahm, indem er Gott den Zehnten von allem gab, was er hatte. Aus den Versen 9 und 10 geht klar hervor, dass Abraham ein Vorbild des zukünftigen levitischen Priestertums war, das im Begriff war, errichtet zu werden. Nummer 7. Der Engel des Todes. Wir haben vielleicht schon vom Todesengel gehört, aber was ist mit einem Todesengel? Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Wir sehen dieses Kapitel im Exodus für diejenigen, die den Engel des Todes kennen. Weil die Ägypter sich weigerten, die versklavten Israeliten zu befreien, sandte Gott ihnen mehrere Plagen, von denen die schlimmste die letzte Plage war. Die letzte Plage betrifft den Engel des Todes, Exodus 11, Verse 1 und 2. Da sprach der Herr zu Mose: Ich werde eine weitere Plage über den Pharao und Ägypten bringen. Danach wird er dich gehen lassen. Wenn er dich gehen lässt, wird er dich sicherlich ganz von hier vertreiben. Sprich so, dass das ganze Volk Israel zuhört und jedem Mann sagt, er solle seinen Nächsten bitten. Und jeder Frau seinen Nächsten um Silber- und Goldgegenstände zu bitten. Moses kehrte in die königlichen Gemächer zurück, um eine letzte Unterredung mit dem König zu führen. 2. Mose 11, 4-5. Mose sagte: Das ist es, was der Herr sagt. Um Mitternacht werde ich mitten in Ägypten gehen, und jeder Erstgeborene aus dem Land Ägypten wird sterben, seit dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis hin zum Erstgeborenen des Sklaven, der hinter der Mühle steht, und auch allen Erstgeborenen des Viehs. Es gab Kriege in der Vergangenheit und es wird Kriege in der Zukunft geben. Ägypten hatte gerade 9 Plagen erlebt und weitere nationale Katastrophen waren auf dem Weg, aber es würde nie wieder eine Welle der Trauer wie diese geben. Wie bei früheren Katastrophen würde die hebräische Bevölkerung verschont bleiben. Es wird einen Exodus geben. Gott sagte: Ich werde Ägypten besuchen. Heute Nacht werde ich in jedes Haus einbrechen, in dem kein Blut an der Tür ist, aber es wird Blut an den Toren meines Volkes geben und sie werden verschont bleiben. In dieser Nacht wurde Geschichte geschrieben, weil die Menschen an den Mann Gottes glaubten und Gottes Plan folgten. Dementsprechend sagte der Herr zu ihnen: Der Pharao weigerte sich zu gehorchen und folglich setzten er und sein Volk sich und sein Volk dem Zorn des Herrn aus. Nachts schlief niemand. 2. Mose 12 und 29-30. Und es begab sich um Mitternacht, dass der Herr alle Erstgeborenen des Landes Ägypten schlug, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker saß, und allen Erstgeborenen des Viehs. Der Pharao stand in der Nacht auf, er und alle seine Diener und alle Ägypter, und es gab ein lautes Geschrei in Ägypten,
denn es gab kein Haus, in dem keine Toten lagen. Er hält Wort, der zerstörende Engel hat niemanden passieren lassen, der nicht vorbereitet war. Nicht einmal der König. Die schleimigen Finger des Todes quälten wie ein schreckliches Leiden, aber sie berührten niemanden aus dem Volk Gottes. Gottes Wort sagt uns, dass es in Ägypten keinen Wohnsitz gab, an dem nicht jemand gestorben war. Denken Sie darüber nach, was für eine schockierende Nacht es war. Mein Verstand kann sich diese Nacht nicht ganz vorstellen. Eine große Menschenmenge marschierte durch die Straßen in Richtung Grenze, während die gedämpften Schreie der trauernden Ägypter in der Dunkelheit widerhallten. Der Engel des Todes ist ein anderer Name für den zerstörenden Engel. Gott hat Engelwesen, himmlische Boten, viele Male gebraucht, um über Sünder auf Erden zu urteilen. Dieses Wesen wird in verschiedenen Bibelübersetzungen als zerstörender Engel bezeichnet. Es gibt keinen eindeutigen biblischen Beweis dafür, dass ein einziger Engel jemals als zerstörender Engel oder als Engel des Todes bezeichnet wurde. Alles, was wir sagen können, ist, dass sich die Hinweise auf einen zerstörerischen Engel in der Bibel auf ein himmlisches Wesen oder Wesen beziehen, die gekommen sind, um diejenigen zu vernichten, die unter Gottes Gericht stehen. Anstelle von Zerstörer verwenden einige Übersetzungen Engel des Todes. In Hebräer 11, Vers 28 wird dieses Wesen als Zerstörer des Erstgeborenen bezeichnet. Überraschenderweise erwähnt der hebräische Originaltext von Exodus 12, Vers 23 keinen Engel. Er erklärt einfach, dass der Zerstörer, der Übeltäter oder derjenige, der Böses verursacht, den Erstgeborenen Ägyptens töten wird. Psalm 78 beschreibt die Plagen in Ägypten und fasst sie als die Entfesselung einer Schar zerstörerischer Engel zusammen. Das hebräische Wort für Engel wird hier verwendet, aber es bezieht sich nicht auf einen bestimmten Engel. Gott sandte auch einen zerstörerischen Engel, einen himmlischen Boten, der Vernichtung brachte, um die Israeliten als Folge von Davids Sünde zu richten. Zählt man das Volk, so sandte der Herr von jenem Morgen bis zum Ende der festgesetzten Zeit eine Plage über Israel und 70.000 Menschen starben, von Dan bis Berkeba. Als der Engel seine Hand ausstreckte, um Jerusalem zu zerstören, der Herr bereute das Unglück und sprach zu dem Engel, der das Volk bedrängte: Es ist genug, ziehe seine Hand zurück. Der Engel des Herrn befand sich nun auf der Tenne von Arauna, dem Jebusiter. Als David sah, wie der Engel das Volk schlug, sagte er zum Herrn: Ich habe gesündigt. Nummer 8. Die Seraphim. Was sind Seraphim? Seraphim sind göttliche Wesen, die von Gott geschaffen wurden, um zu dienen und sie anzubeten. Diese sechsflügeligen Engelswesen sind ständig auf dem Thron Gottes präsent. Der Prophet Jesaja sagt uns, dass Seraphim sechsflügelige Engel aus Feuer sind, die Gott umgeben, während er auf seinem erhabenen Thron sitzt und Gott ständig anbeten. Jesaja 6. Seraphim dienen auch dem Herrn und dienen als Reinigungsmittel, wie die Reinigung von Sünden durch Jesaja zeigt, bevor er seinen prophetischen Dienst begann. Der Begriff Seraphim taucht in der Bibel erst in Jesaja Kapitel 6 auf. Jesaja 6 ist die einzige Stelle in der Bibel, in der der Begriff Seraphim verwendet wird, was die Feurigen bedeutet. Jesaja beschreibt in diesem Kapitel der Bibel seine intensive Vision von Gottes himmlischem Hof. Der Prophet sah Gott auf einem erhabenen Thron sitzen, umgeben von fliegenden Engeln, die als Seraphim bekannt sind. Die Implikation ist, dass diese Hilfsengel von Gott gefesselt sind. Seraphim scheinen menschlich zu sein, da Jesaja sie als Gesichter, Hände und Stimmen beschreibt. Jesaja 6,1-2. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn auf einem hohen, erhabenen Thron sitzen und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm waren die Seraphim, jeder mit sechs Flügeln. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Diese Engel können wie lodernde Flammen aussehen. Der Begriff Seraphim leitet sich vom hebräischen Verb Sarasch ab, wörtlich durch Feuer verbrennen oder genauer gesagt durch Feuer zerstören. Der Name könnte auch auf die Funktion von Seraphim als Reinigungsmittel anspielen. Gott schuf die Seraphim als sündenlose Geschöpfe, aber sie sind nicht mit Gott zu verwechseln. Die Bedeutung der Nähe der Seraphim zu Gott, verbunden mit ihrem offenbarenden Lobpreis, darf nicht unterschätzt werden. Wenn die Seraphim sagen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit,
berichten sie aus erster Hand, was von der Spitze des Himmels kommt. Vom übernatürlichen Standpunkt der Seraphim aus können wir sehen, dass die Herrlichkeit Gottes unendlich ist, von unbeschreiblichem Wert und so mächtig, dass sie nicht in einem einzigen Reich enthalten sein kann. Seine Herrlichkeit bricht im Himmel hervor, entfaltet sich im geistigen Reich und fließt über die ganze Erde. Diese offenbarte Herrlichkeit lässt uns einen Blick auf einen heiligen Gott erhaschen. Heilig zu sein bedeutet, ausgezeichnet und verehrt zu werden. Diese dreifache Anrufung des Wortes heilig, um Gottes heiliges Wesen zu beschreiben, taucht in der Bibel nur zweimal auf, beide Male von Engeln. Und es gibt einen, der in der Vision zum Thron Gottes getragen wird. Und wenn die reinen und heiligen Seraphim in der Gegenwart des Herrn eine solche Ehrfurcht erweisen, wie viel mehr sollten wir sündigen Geschöpfe uns ihm nähern? Die Ehrfurcht der Engel vor Gott sollte uns an unsere eigene Arroganz erinnern. Wenn wir hereinstürmen, ohne an seine Gegenwart zu denken, wie wir es oft tun, weil wir seine Heiligkeit nicht verstehen. In Offenbarung 4 ähnelte Johannes' Vision von Gottes Thron der von Jesaja in Ehrfurcht und Furcht vor dem Heiligen. Lebewesen, die sich um den Thron versammelt hatten, riefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige. Seraphim dienten auch Gott und dienten ihm als Mittel der Reinigung. Als Jesaja sah, wie sich die himmlischen Seraphim vor Gott bedeckten, um ihre Unwürdigkeit vor dem Herrn einzugestehen, wurde er sich seiner eigenen Todsünde bewusst und fürchtete um sein Leben. In diesem Moment nahm einer der Seraphim eine Kohle vom Altar, brachte sie zu Jesaja und legte sie auf seine Lippen. Die Seraphim versicherten Jesaja, dass seine Schuld beseitigt und seine Sünde durch diese Tat gesühnt worden sei. Nummer 9. Dämonen. Dämonen sind persönliche Wesen. Es ist klar, dass Dämonen Persönlichkeitsmerkmale haben. Christus und die Dämonen selbst verwenden die Personalpronomen Ich, Mein und Dein, wenn sie sich aufeinander beziehen. Der dämonische Geist im Besessenen, nicht der Mensch selbst, war für die dämonische Besessenheit verantwortlich. Dämonische Besessenheit tritt auf, wenn ein Geist in einem menschlichen Körper wohnt und seine eigene Persönlichkeit durch die Persönlichkeit des Wirtskörpers manifestiert. Die vermeintlich harmlosen Praktiken des Okkultismus, des Spiritualismus und anderer öffnen den Gläubigen Tür und Tor zur Täuschung und zu einer echten dämonischen Gefahr für Ungläubige. Menschen lassen sich oft auf okkulte oder dämonische Dinge ein, weil etwas zu funktionieren scheint. Leider ist es nicht etwas, das am Werk ist, sondern jemand, der am Werk ist. Ein dämonischer Geist. Man kann sagen, dass Dämonen Körper aus dem gleichen Grund besetzen wollen, aus dem ein Vandale eine Spraydose haben möchte. Ein Körper ist eine Waffe, mit der sie Gott angreifen können. Dämonen greifen auch Menschen an, weil sie das Bild Gottes im Menschen verachten. Also versuchen sie, dieses Bild zu entstellen, indem sie den Menschen hässlich machen. Dämonen haben unter Christen das gleiche Ziel, nämlich das Bild Gottes zu zerstören. Aber ihre Taktik ist im Vergleich zu Christen begrenzt. Die dämonischen Geister wurden durch Jesu Werk am Kreuz entwaffnet, obwohl sie Christen täuschen konnten, um sie im Unglauben zu verhaften. Dämonen haben auch persönliche Namen. Jesus fragte den Teufel: Wie heißt du? Lukas 38. Jesus fragte wahrscheinlich nach dem Namen des Dämons, um das volle Ausmaß des Problems zu verstehen, da er wusste, dass der Mensch mit vielen Dämonen gefüllt war, nicht nur mit einem. Es sollte beachtet werden, dass Legion kein Name ist. Es war ausweichend, bedrohlich und einschüchternd. Sprache und Kommunikation. Sprache zeigt Persönlichkeit. Die Dämonen sprachen zu Christus und Christus sprach zu den Dämonen. Sie flehten ihn an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Die Dämonen, die diesen Mann bewohnten, wollten nicht in dem Abgrund gefangen sein, der in Offenbarung 9, Vers 1 beschrieben wird. Es schien ein Ort der Gefangenschaft für einige dämonische Geister zu sein. Die Dämonen übten ihren Willen aus und baten Christus, sie nicht in den Abgrund zu werfen, sondern sie in die Schweine eingehen zu lassen. Die Autorität Christi über sie ist im Wesentlichen eine Forderung seines Willens über den ihrigen, ein Gebot, dem sie gehorchen sollten. Dämonen haben Intelligenz. Die Dämonen waren sich der Identität des Herrn Jesus bewusst. Einer von ihnen erkannte Paulus und den Dienst, den er leitete. Für eine Sklavin erlaubte der Geist auch, vertrauliche Informationen durch Wahrsagerei oder Wahrsagerei zu bestimmen. In Apostelgeschichte 16, 16-17 begab es sich: Wir trafen eine Sklavin,
die einen Geist der Wahrsagerei hatte, der ihren Herren durch Wahrsagerei großen Gewinn verschaffte. Sie folgte Paulus und uns und rief: Diese Männer sind Diener des allerhöchsten Gottes und sie predigen euch den Weg des Heils. Dämonen sind spirituelle Wesen, Dämonen sind körperlose Geister und sie sind völlig frei von jeder materiellen Form. Dämonen gehören zur Geisterwelt und ihre einzige Manifestation sind die Probleme, die sie verursachen. Einige sind schlimmer als andere. Die Bibel spricht von Graden der Bosheit unter Dämonen. Jesus sagte, dass er einen Dämon austreiben würde. Als der Teufel herauskam, sagt uns Gottes Wort, dass Jesus seine Autorität offenbarte, indem er ihre bösen Mächte überwand, die Gefangenen befreite und Satans Beute teilte, obwohl Satan die Menschen fesselte. Nummer 10. Luzifer. Eine Persönlichkeit namens Luzifer erscheint in Jesaja 14. Die lateinische Wurzel von Luzifer bedeutet »der, der Licht bringt«, während die hebräische Übersetzung »Morgenstern« ist. Luzifer wurde als strahlendes, brillantes und majestätisches Wesen dargestellt. In jeder Sprache war er ein Engel von hohem Rang. Luzifer war zusammen mit Michael und Gabriel einer der wichtigsten Engel Gottes in Gottes himmlischen Heerscharen. Irgendwann machte Luzifer jedoch einen schweren Fehler. Er trotzte Gott. Luke, E10, Vers 18, sagte er zu ihnen: Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Als Meister der Verleumdung oder Verleumdung versucht er weiterhin, verschiedene Formen der Autorität zu untergraben, die Gott sowohl in der Kirche als auch in der Welt errichtet hat. Als Luzifer aus dem Himmel geworfen wurde, hörte er nicht auf zu rebellieren, aber er fuhr fort, sein eigenes Reich zu errichten, im Gegensatz zum Reich Gottes. Luzifers Herz wurde wegen seiner Schönheit im Stolz erhöht und deshalb wurde er aus dem Berg Gottes geworfen. Was war Luzifers ursprüngliche Motivation? Was war die Erbsünde? Stolz. Die Erbsünde wurde im Himmel begangen, nicht auf Erden. Es war keine Alkoholvergiftung, es war kein Ehebruch, es war nicht einmal eine Lüge. Es war eine Frage des Stolzes. Es ist immer noch die Todsünde von allen. Viele Praktizierende würden nie im Traum daran denken, Ehebruch zu begehen oder sich zu betrinken. Aber sie lassen sich leicht von Stolz verführen, ohne zu erkennen, wie schädlich es ist. Luzifer war so gut aussehend, dass er stolz auf sich war. Sein Stolz vollendete die Verwandlung Luzifers in Satan. Gott gab Luzifer seine Macht, Autorität, Schönheit und Weisheit, aber Luzifers falsche Einstellung machte diese Gaben zu Werkzeugen seiner eigenen Zerstörung. Ich bin schockiert, wenn ich feststelle, dass Männer und Frauen, die von Gott berufen und ausgerüstet sind, immer den gleichen tragischen Fehler machen wie Luzifer. Jesaja 14, Verse 12, 15 untersucht das Motiv für Luzifers Rebellion. Luzifers Wunsch war es, auf der gleichen Ebene wie Gott zu sein. Er stellte sich vor, so intelligent, schön und majestätisch zu sein, dass er angeblich dachte, ich könnte Gott sein. Laut der Heiligen Schrift untergrub Luzifer die Loyalität eines Drittels der Engel Gottes und lockte sie in seine Rebellion und seinen Untergang. Bibelwissenschaftler sind sich im Allgemeinen einig, dass Luzifer für die Orchestrierung der Anbetung des Himmels verantwortlich war. Er war ein musikalischer Meister, der bis heute Musik verwendet, um Menschen zu verzaubern. Luzifer war verantwortlich für Gottes Heiligtum im Himmel, verantwortlich für den Gottesdienst. Er war der Cherub, der den Ort bewachte, an dem sich Gottes Gegenwart offenbarte. Er war für die Musik verantwortlich. Er war ein Künstler. Er war sehr erfolgreich. Also rebellierte er und fiel. Stolz. Die Kampflinien sind gezogen. Er wurde aus Gottes Gegenwart vertrieben, nachdem er stolz auf seine Weisheit und Schönheit war. Und nachdem er seine Rebellion gegen Gott geplant hatte, wurden auch seine verräterischen Engel mit ihm ausgestoßen. Luzifer mag das weiseste und schönste Geschöpf aller Geschöpfe Gottes gewesen sein, aber die Heilige Schrift sagt, dass sein Herz erhöht war. Der Fall Luzifers, Satans, begann von innen, bevor er zu seinem Untergang führte. Satans Gegenangriff. Satan, der gefallene Engel, Feind Gottes und der Menschen, hat Vergeltung geübt. Er hatte eine besondere Feindschaft gegen den Menschen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens konnte er das Bild Gottes im Menschen angreifen. Sehen Sie, der Mensch repräsentierte Gott sichtbar für den Rest der Schöpfung. Satan konnte Gott nicht berühren,
aber er konnte Krieg gegen das Ebenbild Gottes im Menschen führen. Sein Vergnügen war es, dieses Bild zu entweihen, es zu zerstören, es zu demütigen, und zu diesem Zweck arbeitete er unermüdlich. Satans Handeln zielte darauf ab, das Bild Gottes im Menschen zu entstellen und zu erniedrigen, um den Menschen ekelhaft zu machen. Er versuchte, nicht nur das physische Bild zu zerstören, sondern auch den moralischen und spirituellen Charakter, der Gott widerspiegelt. Satan hat einen besonderen Hass auf Christen, weil durch sie das Bild Gottes wiederhergestellt und in der Welt wiedergespiegelt wird. Ihre Strategie besteht darin, zu versuchen, Christen zu korrumpieren und in die Irre zu führen, indem sie versuchen, ihren Glauben zu schwächen und ihr Zeugnis zu kompromittieren. Als Reaktion auf Satans Sturz stand Gott nicht tatenlos daneben, sondern griff ein, indem er Jesus Christus, den vollkommenen Ausdruck seines Bildes, sandte, um die Menschheit zu erlösen und wiederherzustellen. Durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi hat Gott das Heil und die Möglichkeit angeboten, in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Diese Verwandlung ist ein fortlaufender Prozess im Leben des Christen, in dem wir allmählich in das Ebenbild Christi geformt werden. Dies geschieht, wenn wir uns dem Heiligen Geist unterwerfen und nach den Lehren Christi leben. Auf diese Weise spiegeln wir Gottes Bild klarer und heller wider in einer Welt, die sein Licht und seine Wahrheit dringend braucht. Satan, der sich bewusst ist, dass er Gott nicht zerstören kann, richtet seine Wut und seinen Betrug gegen die Menschheit und versucht, die Menschen von Gott und der Wahrheit des Evangeliums abzubringen. Der endgültige Sieg gehört jedoch Gott. Durch das Opfer Christi am Kreuz wurde Satan besiegt, und diejenigen, die ihren Glauben an Christus setzen, haben die Verheißung des ewigen Lebens und der vollständigen Wiederherstellung nach Gottes Bild. Dieser ständige geistliche Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, ist ein zentrales Thema der biblischen Erzählung. Dies erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Gott treu zu bleiben und den Versuchungen und Täuschungen Satans zu widerstehen, in dem Wissen, dass wir in Christus den Sieg und die Verheißung einer herrlichen Zukunft mit Gott haben. Gott segne alle, die sich das Video angesehen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie mehr sehen möchten, abonnieren Sie bitte den Kanal, kommentieren Sie Ihre Ideen und vergessen Sie nicht, dieses wunderbare Like zu geben.